Heute stellen wir euch exemplarisch einige grundlegende fachdidaktische Konzepte mit großer Reichweite vor und ordnen diese in den Doppelauftrag des Sports ein. Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Das ist Johann. Johann ist Student an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er schreibt gerade seine Abschlussarbeit über das Thema fachdidaktische Konzepte. Er hat sich in das Thema eingelesen, will aber dazu dennoch die Expertinnen und Experten befragen. Glücklicherweise findet die diesjährige Tagung der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Sektion Sportpädagogik in Berlin statt. Dort erhofft er sich, die Vertreterinnen und Vertreter der fachdidaktischen Konzepte anzutreffen, um seine offenen Fragen klären zu können. Auf der Tagung angekommen, trifft Johann als erstes Professor Dr. Eckhard Balz. Entschuldigen Sie bitte, dürfte ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Ich bin Johann, Student und schreibe zurzeit eine Hausarbeit über das Thema der fachdidaktischen Konzepte. Was sind für Sie fachdidaktische Konzepte? Ich würde sagen, fachdidaktische Konzepte sind Entwürfe einer pädagogischen Gestaltung des Schulsports. Sie antworten auf Fragen nach dem Auftrag des Schulsports, nach seinen leitenden Zielen, Inhalten und Methoden. Vielen Dank. Ich habe mich in 8 fachdidaktische Konzepte eingelesen. Das Sportartenkonzept, das Konzept der Handlungsfähigkeit, die Entpädagogisierung, die Grundlagenbildung, das Körpererfahrungskonzept, das psychomotorische Konzept, den ästhetischen Ansatz und den sozialökologischen Ansatz. Ja, das sind Konzepte mit großer Reichweite. Sie markieren unterscheidbare Positionen und beziehen sich auf den gesamten Sportunterricht von der 1. bis zur 13. Klasse. Sie geben den Sportlehrkräften für ihr Selbstverständnis und ihre Ausbildung sowie der Fachdidaktik selbst eine gewisse planungsdidaktische Orientierung. Anders als die Konzepte mit großer Reichweite zeichnen sich die fachdidaktischen Konzepte mit mittlerer Reichweite durch ein Fokussieren auf kleinere Teilbereiche des didaktischen Handelns im Sport aus. Dazu gehören etwa die Arbeit mit spezifischen Zielgruppen oder die Förderung bestimmter pädagogischer Perspektiven. Sie haben gerade vom Auftrag des Schulsports gesprochen. Können Sie mir verraten, was genau gemeint ist? Ja, aber klar. Mit dem Auftrag des Schulsports meine ich den Doppelauftrag im Sportunterricht. Dabei geht es einerseits um die Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur, was als Erziehung zum Sport bezeichnet wird. Die Handlungsfähigkeit innerhalb des Sports steht im Mittelpunkt. Damit ist gemeint zum Beispiel eine Bewegungsform wie Slackline oder eine Sportart wie Basketball ausführen zu können. Also die objektiven Strukturen von Bewegung, Spiel und Sport nachzuvollziehen und umzusetzen. Andererseits geht es beim Doppelauftrag um die Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport, was wir als Erziehung durch Sport bezeichnen. Dabei werden überfachliche Ziele angestrebt, die zur Bildung des Subjekts dienen sollen. Anders ausgedrückt, zur Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden. Themen hierbei sind zum Beispiel Demokratieerziehung oder interkulturelles Lernen durch Bewegung, Spiel und Sport. Verstehe. Die fachdidaktischen Konzepte können dann in einem Spektrum jeweils eher einer Erziehung im Sport oder einer Erziehung durch Sport zugeordnet werden, oder? Genau. Bisherige Systematisierungsversuche orientieren sich genau an diesen 2 Aufgaben des Schulsports. Günther Köpke spricht dabei von Orientierungen. Die von Ihnen genannten fachdidaktischen Konzepte, Sportartenkonzept, Handlungsfähigkeit, Entpädagogisierung und Grundlagenbildung können demnach eher der objektbezogenen Orientierung zugeordnet werden, also einer Erziehung zum Sport. Hier steht vermehrt der traditionelle Sport im Vordergrund und es wird methodisch tendenziell eher geschlossen unterrichtet. Das Körpererfahrungskonzept, das psychomotorische Konzept, der ästhetische und der sozialökologische Ansatz werden eher der subjektbezogenen Orientierung zugeordnet. Sie fokussieren tendenziell eine Erziehung durch Sport.
Damit heben Sie die Bedeutung des Subjekts und die pädagogische Aufgabe des Schulsports hervor. Diese Konzepte gehen eher von einem weiten Sportverständnis aus. Wir sprechen auch von Bewegung, Spiel und Sport. Die methodische Herangehensweise ist tendenziell eher offen. Robert Pohl hat eine ähnliche Unterscheidung. Er spricht nicht von Orientierungen, sondern von Strömungen. Dabei grenzt er die pragmatisch-qualifikatorische Strömung von der kritisch-emanzipatorischen Strömung ab. Das ist ja interessant. Aus dieser Perspektive habe ich die fachdidaktischen Konzepte ja noch gar nicht betrachtet. Können Sie mir noch etwas über die anderen Konzepte mit großer Reichweite erzählen? Ja, das könnte ich. Allerdings denke ich, dass die VertreterInnen Ihnen Ihre Fragen ausführlicher beantworten können. Soll ich Ihnen Wolfgang Söll, Dietrich Kurz, Renate Zimmer und Jürgen Funke-Winke vorstellen? Sie vertreten jeweils ein fachdidaktisches Konzept mit großer Reichweite und unterhalten sich hier gerade zufällig. Dann können Sie sie selbst fragen. Vielen herzlichen Dank, Herr Balz. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Das Angebot nehme ich gerne an. Johann wird zu den 4 Vertreterinnen und Vertretern gebracht. Hallo Leute, der junge Student interessiert sich für eure Konzepte. Hättet ihr kurz Zeit? Ja, na klar. Vielen Dank. Könnten Sie mir Ihre Konzepte vielleicht persönlich vorstellen? Sehr gerne. Ich bin Wolfgang Söll und vertrete das Sportartenkonzept. Das beinhaltet die traditionellen Sportarten. Für mich ist es wichtig, dass jedes Kind die traditionellen Sportarten beherrscht. Dazu gehören für mich zum Beispiel Basketball, Fußball, Leichtathletik, Schwimmen oder Gymnastik-Tanz. Die Lehrkraft weiß, wie der Sport funktioniert und gibt klare Anweisungen. Sie hat einen Plan und zieht diesen im Interesse des Sports und den Heranwachsenden durch. Es geht darum, sich an der optimalen Bewegungsausführung zu orientieren und diese durch Nachahmung zu üben und zu perfektionieren. Die Kinder und Jugendlichen sollen den Sport so ökonomisch und so gut wie möglich lernen. Da ist keine Zeit für persönliche Herangehensweisen oder Sinnzuschreibungen. Sie sollen ja dazu befähigt werden, an möglichst vielen Sportarten außerhalb der Schule teilzunehmen. Das ist auch im Sinne der Heranwachsenden. Was die Sportarten angeht, stimme ich dir vollkommen zu, lieber Wolfgang. Allerdings finde ich es wichtig, dass die Sporttreibenden mit den subjektiven Sinnperspektiven Leistung, Kooperation, Gestaltung, Wagnis, Gesundheit und Körpererfahrung verknüpft wird. Immerhin gehört dies im Rahmen eines erziehenden Unterrichts zum Doppelauftrag des Schulsports. Deshalb habe ich das Konzept der Handlungsfähigkeit entwickelt. Zudem sollten die traditionellen Sportarten durch Trendsportarten wie zum Beispiel Parkour oder Slacklining ergänzt werden. Beim methodischen Vorgehen bin ich aber wieder deiner Meinung, Wolfgang. Grundsätzlich ist es wichtig, die Heranwachsenden in ihrem Handeln gezielt anzuleiten, sodass die vorgegebenen Bewegungsanforderungen erfüllt werden können. Wenn ihr mich fragt, ziehen eure Konzepte, lieber Wolfgang, lieber Dietrich, ausschließlich auf die sportlichen Inhalte ab, unabhängig davon, ob die Sinnzuschreibungen der Heranwachsenden an den Sport Berücksichtigung finden sollen oder nicht. Ich bin übrigens Jürgen Funke-Wienicke und entschieden dafür, sich in der Schule vom traditionellen Sport abzugrenzen. Deshalb habe ich das Körpererfahrungskonzept entwickelt. Es lässt sich deutlich vom Sportarten- und Handlungsfähigkeitskonzept abgrenzen, da hier der Fokus auf den Heranwachsenden an sich liegt. Meinetwegen können Sportarten auch genutzt werden, aber dann bitte nicht, um den Körper in normierte Muster zu pressen. Vielmehr sollten diese zur Differenzbildung genutzt werden, um die Wahrnehmungsfähigkeit zu schulen und für Körperempfindungen zu sensibilisieren. Zum Beispiel, um unterschiedliche Spannungszustände oder Ausführungsgeschwindigkeiten zu spüren. Besser eignen sich zur Körpererfahrung aber Bewegungsformen wie Yoga oder Modern Dance. Hier können die Grundthemen des Bewegens in ihrer instrumentellen, sensiblen, sozialen und symbolischen Bedeutung ausgelegt werden. Wichtig ist auch, dass der Sportunterricht methodisch offen angelegt ist. Nur so können die Heranwachsenden autonom werden und die traditionellen Sportartenmuster durchbrechen, sowie die gesellschaftlichen Sportpraktiken kritisch hinterfragen. Jürgen, ich sehe das so ähnlich wie du. Ich finde es auch super wichtig, dass Kinder und Jugendliche ihren eigenen Körper wahrnehmen können. Heranwachsende sollten ihren Körper kennen und wissen, wie sie sich bewegen, statt einfach nur nachzumachen, was andere vorgeben. Deshalb rückt auch bei mir die Sache Sport in den Hintergrund und ich vermeide Sportarten. Mein Name, also Renate Zimmer, steht für das psychomotorische Konzept. Bei mir steht über die Körpererfahrung hinaus die Entwicklung einer harmonischen Persönlichkeit durch Bewegung und Spiel im Vordergrund. Bewegung hat auch immer etwas mit Entwicklung zu tun und ich lege Wert darauf, jedes Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten zu betrachten.
Die Heranwachsenden sollen in erster Linie die Möglichkeit haben, sich selbst zu erproben, ihren Körper zu erfahren und sich weiterzuentwickeln. Dafür können offene Bewegungslandschaften, in denen sich die Kinder frei entfalten können, mit angeleiteten Bewegungsangeboten kombiniert werden. So wird eine Hilfe zur Selbsthilfe ermöglicht und die Selbstständigkeit der Kinder gefördert. Ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihre Erläuterung. Einige Stunden später, zu Hause angekommen, reflektiert Johann die Gespräche, die er auf der Tagung geführt hat. Also, das Sportartenkonzept zielt auf die sportlichen Fertigkeiten ab und ist eher geschlossen, da die Schülerinnen und Schüler wenig Raum zur freien Interpretation haben und die Stunde im Vorfeld schon durchgeplant ist. Auch das Konzept der Handlungsfähigkeit ist methodisch eher geschlossen. In diesem Konzept werden aber moderne Sportarten genutzt und vor allem wird es mit den pädagogischen Perspektiven verknüpft. Ganz anders sieht es beim psychomotorischen Konzept aus. Dieses Konzept zielt auf die Entwicklungsförderung durch Bewegung und Spiel ab. Methodisch ist es eher offen konzeptualisiert. Ebenso ist das Körpererfahrungskonzept methodisch offen ausgelegt und es besitzt einen Selbsterziehungscharakter. Dieses Konzept kann als Gegenentwurf zum Sportartenkonzept betrachtet werden und hebt im Gegensatz zu normierten Bewegungsabläufen die Bedeutung von Körpererfahrung hervor. Daraus können wir zusammenfassen, dass das Sportartenkonzept eindeutig objektbezogen ist. Hier steht demzufolge der zu vermittelnde Inhalt im Fokus. Auch die Konzepte der Entpädagogisierung und der Grundlagenbildung sind objektbezogen und können der pragmatisch-qualifikatorischen Strömung zugeordnet werden. Das Konzept der Handlungsfähigkeit kann als eine pragmatisch vermittelnde Position zwischen der objektiven und subjektiven Orientierung betrachtet werden. Das psychomotorische Konzept, das Körpererfahrungskonzept und der ästhetische Ansatz fokussieren mehr das Subjekt. Der sozial-ökologische Ansatz nimmt eine Mittlerposition zwischen subjekt- und objektbezogenen Orientierungen ein. Hier habt ihr eine Zusammenfassung über die genannten fachdidaktischen Konzepte mit großer Reichweite. Dank meines Besuchs bei der Tagung konnte ich die offenen Fragen zu meiner Abschlussarbeit klären. Das Fazit meiner Arbeit ist, dass der Einsatz aller Konzepte für den Sportunterricht gleichermaßen wichtig ist. Je nachdem, welche Perspektive des Dorfbildauftrags ich gerade einnehme und welche Zielsetzung ich verfolge, bietet es sich an, sich an einem dieser fachdidaktischen Konzepte mit großer Reichweite zu orientieren. So, nun seid ihr an der Reihe. Gibt es eines dieser fachdidaktischen Konzepte mit großer Reichweite, welches ihr bevorzugen würdet? Wenn ja, warum?